Ja, los geht's mit Dead by Daylight mal wieder. Heute wieder nur zu dritt, aber mit einem neuen Gesicht. Marco ist heute nicht dabei, sondern die Yvonne heute mit am Start. Ja, ich werde heute ein bisschen Killer spielen. Ich werde natürlich nicht verraten, mit welchem Killer ich spiele. Ich spiele nur jetzt in der ersten Runde wieder den freundlichen Killer von nebenan und in der zweiten Runde mache ich es dann ein bisschen assi. Ja, du hast gefragt, was genau was für Perks hast du spielst. Ich habe zum Beispiel städtische Invasion. Zum Beispiel, ich erkläre dir kurz, wenn du zum Beispiel in der Hocke bist, kannst du schneller kriechen, also diese schneller fortbewegen. In der Hocke habe ich Schwierigkeiten, nicht eher zu sehen. Mhm. Weil wenn du läufst und rennst, dann habe ich rote Striche an der Seite, wo ich ungefähr dich zuordnen kann, wo du dich versteckst. Dann spiele ich mit Adrenalin, wenn alle Generatoren gemacht sind, wirst du quasi wieder voll geheilt und kriegst einen Sprintboost. Dann spiele ich Selbstfürsorge, du kannst dich selbst heilen. Mhm. Und ich spiele warte mal. Ich weiß gar nicht, ob ich Sprintboost spiele, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht auswendig, was ich jetzt letztes Mal gesagt habe. Der vierte Perk fehlt mir. Kannst du natürlich selber entscheiden. Aber das sind zumindest die drei, die du auf jeden Fall nehmen solltest. Aber du kannst natürlich gerne aus dem ganzen Repertoire, liest dir die in Ruhe durch, guck dir mal in Ruhe an, was du für dich so gerne brauchen willst. Vielleicht jetzt mal, was hattest du jetzt? Städtische Invasion, Adrenalin und Selbstversorge. Oder Selbstheilung oder irgendwie sowas heißt der. Ich weiß es jetzt nicht. Also ich habe meinen Killer schon quasi fertig. Wir spielen als Killer ohne Mori. Das ist mal schon jetzt klar. Dann spiele ich. Kein Problem. Dafür sind wir jetzt gerade unter uns. Ja, aber Adrenalin ist für mich gut. Ja. Ich habe jetzt immer Wachsam genommen, Apotheke und Befreiung habe ich ja immer bei mir. Das war ja das, wo ich mich losgerissen habe. Genau. Musst du erstmal finden, alle hier. Alter, was war das denn? Ah, es gibt noch einen Perk zum Beispiel, also der bringt dir zum Beispiel, wenn du einmal am Boden liegst, kannst du dich einmal komplett hoch, kannst du quasi wieder aufstehen einmal. Dich ein bisschen hochhalten und aufstehen. Ich weiß noch nicht, wie der gerade heißt. Muss mal durchlesen. Ich glaube, hat im Nehmen ist es nicht. Ich komme nicht auf den Namen, aber der Perk ist es auf jeden Fall. Das eine war Selbstfürsorge? Nee. Ja, Selbstfürsorge, genau. Oder Selbstheilung irgendwie so. Selbstfürsorge. Ja. Mit der anderen noch. Ja, guck mal, da muss irgendwo einer sein, der, wo du dich wieder aufstehen kannst. Einmalig. Ja, mal gucken. So. Und bei Inventar, Gegenstände und sowas? Du kannst kannst du gerne tun, wie du Lust und Laune hast, was dir am besten zu dir passt, was du gerne möchtest. Ja, ich mache es erstmal so. Erstmal eine Runde testen jetzt. Ja, genau, das ist es halt. Also ich will jetzt wirklich nur ich zeige euch jetzt ein bisschen was an Dingen. So, dann gucke ich den, bis ich den packe. Ist gut, dann spielen wir dann. Gehen wir mal rein in die Runde. Wir werden heute auch wieder nur ein bisschen unter uns spielen, weil wir sind nur zu dritt. Und wir haben mit einem kompletten Anfänger dabei. Wo Markus auch relativ schnell gelernt hat, muss man eben mal sagen. Also danach ist er richtig assi geworden. Guck dir die Folgen an, dann weißt du, was ich meine. Einfach Moment hat er nicht mal Zeit, irgendwelche Gameplays zu gucken. Das ist übrigens die Karte, die ich ausgewählt habe. Ich spiele auf meiner Lieblingsmap, ist nämlich Autohaven. Also, das ist so quasi die benutzerfreundlichste Map von Anfang an. Okay. Wir wechseln ja immer mal ein bisschen durch zwischen Dead by Daylight und The Forest. Das wird auch wahrscheinlich passieren. Oder dass wir zwischendurch mal ein bisschen Dead by Daylight dann das Hauptprojekt spielen. Wenn er da irgendwie Bock drauf hat. Also wie gesagt, Yvonne, wir versuchen dich natürlich erstmal noch ein bisschen zu überreden. Sabrina meine ich. Und dann, wenn du sagst natürlich, du möchtest das komplett ausgerüstet haben, kann man das natürlich auch öfter spielen. Weil zu 14 kann man nämlich auch mal wieder in eine volle Lobby gehen. Also mit einem Random Killer. Ja, ich muss mir das erstmal angucken, weil ich bin da, was das Spiel angeht, ich habe es ja für PC, ich habe das einmal getestet, ich bin da nicht ganz so nervenstark. Ja, aber jetzt ganz Fremde mit Spielen, so, ne? Also, ich sag, ja, aber wie gesagt, unter uns ist das ein bisschen was anderes, glaube ich. So.
Wo seid ihr denn, meine Freunde? Das heißt mit der Steuerung kurz gucken. Ja, also deine Aufgabe ist es jetzt tatsächlich, die Generatoren hier zu machen, wo diese Lampen rausgucken, zum Beispiel die ganzen Generatoren, die müssen hochgezogen werden. Ihr habt unten links eine Karte angezeigt. Ich sehe euch übrigens schon. Ich muss erstmal gucken, wie ich mich hier ducken kann und sowas alles. Okay. Erschreckt euch jetzt. Ja, erschreckt euch bitte nicht. Das ist zum Beispiel meine Fähigkeit. Ich kann dich jetzt zum Beispiel stalken. Ich stehe jetzt hier hinter und stalke. Und ziemlich so. Diese Musik, wenn die kommt, dann gehe ich eine Diabolikstufe hoch. Okay. Ich stehe jetzt nämlich auf 3. Okay. Warte mal, da ist Rennen, da ist Ducken. Ja, genau. Okay. Und wenn du dieses geduckt hast, dieses L1 gedrückt hast, was du gerade eben gemacht hast, genau, ich sehe dich nicht. Also ich sehe dich schon jetzt gerade, weil ich hinter dir stehe, aber dass jetzt sehe ich zum Beispiel keine roten Spuren. Wenn du zum Beispiel rennst, sehe ich rote Spuren. Genau. Diese Paletten hier. Ja, jetzt okay. Genau. Und meine, ich kann die zum Beispiel zerstören. Ja. Gut. Moment. Muss mal gucken und reparieren. Wie sie das gedrückt so ist es halten? Richtig. Hä? Aber muss ich gedrückt halten, okay. Ja, immer gedrückt halten. Du hast okay, dieses Skillcheck. So, irgendwann kommt dieses Skillcheck und alles. Und dann in diesem Halbkreis musst du drin bleiben. Also dem, ja, dem kleinen Ausfüllen. Wenn du kriegst natürlich mehr Punkte, umso aus, wenn der ausgefüllt ist, zum Beispiel. Okay. Warte mal. Kann ich jetzt. Ja, nee, ich kann nicht, weil ich bin auf Stufe 3. Also wie gesagt, ich tue euch jetzt wirklich nichts. Ich teste jetzt gerade mal so ein bisschen. Ja, ich tue euch sowieso nichts. Ich stehe. Also ich zeige jetzt zum Beispiel auch mal was anderes. Also bitte nicht erschrecken jetzt gerade. Oder geht das gar nicht mehr? Schade. Normalerweise konnte der Killer die Leute wegziehen vom Generator. Okay, das geht nicht. Tja, kriege ich gerade nicht auf die Reihe, nein. Hier bei mir steht Verfolgen drauf. Aber wir haben das nicht so früh, okay. Also ihr leuchtet mir ja auch quasi auf. Ich sehe euch ja quasi. Naja, wenn ich jetzt die also ganze Mega Pause. Jetzt kommt die Musik gleich nochmal. Jetzt bin ich wieder abgeschwächt. Wenn ihr gegen Michael mal spielt in der offenen Lobby, guckt, dass ihr den nicht hochgestockt bekommt. Steht der auf Stufe 3, ist der extremst gefährlich. Weil ich kann One-Hit machen. Ich kann euch quasi zu One-Hit auf den Boden bringen. Weil normalerweise mache ich einmal nur den hier. Und du bist aber verletzt. Ja. Wenn ich auf Diabolik 3 bin, also hochgestalkt bin, kann ich euch mit One-Hit einfach auf den Boden bringen. Keine Sorge, ich mach das jetzt einmal. Da sieht das so aus für dich. Und sie kann ich jetzt heilen. Ich kann dich jetzt nehmen und ich könnte dich jetzt hier irgendwo an den Haken hängen. Ja, das genau, das war's halt. Ja. Ja, das ist halt das, was ich meine. Und das, wie gesagt, dieses auf den Boden schlagen, das kann ich machen, wenn ich halt, oder kann ich ja nur einen Schlag machen, wenn ich oben auf Diabolik 3 stehe. So wie ich es eben gerade gemacht habe. Jetzt bin ich auf Diabolik 2, jetzt ist es nicht so gefährlich. Okay. Ich habe halt solche Add-ons, die ich setzen kann, wo ich unbegrenzt auf Diabolik 3 bin. Da brauche ich nicht mal Nöd. Also Nöd heißt No One Escapes Death. Heißt niemand entrinnt dem Tod auf Deutsch. Ist ein Perk. Ziemlich am Ende effektiv, wenn die Ausgangstore offen sind. Deswegen eure Aufgabe auch als Überlebende zum Beispiel, Totems machen. Ja, seht Totems. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich alles auch auf spontan finde. Hier. Ja. Komm mal her zu mir gerade. Hier. Hier unten ist ein Totem. Das da. Genau, die Dinger kaputt machen. Achso, okay. Das ist die Aufgabe aller Überlebenden, auf jeden Fall die Dinger kaputt zu machen. Weil wenn ich wirklich mit Nöd am Ende spiele, was ich nicht tue, in der Freundeslobby, ist es noch extrem gefährlicher. Meiner. Also offen, wie gesagt, auf jeden Fall. Okay, also wenn ich die jetzt zerstöre ich quasi ein paar Fähigkeiten von dir, ja? Es gibt, es gibt 6 Stück auf der Map. 5 oder 6 Stück. Du musst wirklich alle Totems zerstören, weil dann kann ich diesen Fluch nicht setzen. Das ist ein Fluch. Weil manchmal spielen auch viele Killer mit dem Fluch, Ruin zum Beispiel, dann leuchten die Totems, also dann brennt da eine Kerze drin. Die sind extrem wichtig. Die müssen eigentlich zerstört werden, weil dann haust du mir quasi einen Fluch weg. Ich spiele jetzt nicht mit dem Fluch, um Gottes Willen. Weil Ruin bedeutet, dass ich die Generatoren mit dem Fluch belegt habe, dass die Skillchecks die Bereiche kleiner sind. Dass du sie direkt treffen musst. Ansonsten sehe ich das, wo es hingeht. Das Spiel wird eine Katastrophe für mich. Das ist alles zu viele Informationen auf einmal. Alles gut. Frag. Es ist klar, ist das am Anfang sehr viele Informationen, weil es halt relativ neu ist, ne? Für dich jetzt. Aber ich mache ja wenn einfach, ne? Und entweder klappt oder klappt nicht, ne? Ja, alles gut. Wie gesagt, ich spiele jetzt wirklich nur den freundlichen Killer. Also ich sehe zum Beispiel die Generatoren, ne? Also für mich leuchten die rot auf. Ich kann jetzt natürlich nach und nach die ganzen Generatoren abgeben. Das macht jeder Killer. Jeder Killer gefällt am Anfang, die ganzen Generatoren abzugehen. Das sehe ich zum Beispiel auch.
Aber da gibt es ja auch die, da gibt's auch spezielle Fähigkeiten, dass du die siehst, ne? Nö, das ist standardmäßig. Ach so, okay. Ich spiele halt keine besonderen Add-ons oder sowas. Ich spiele halt wirklich den Standardzeugs, das ich besehe. Ich sehe, wenn ihr euch heilt. Ich kann ein paar Punkte... genau, das ist wichtig. Jetzt habt ihr noch einen Generator, den ihr machen müsst. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen von euch töten würde, habt ihr euch geschafft. Jetzt würde auch Adrenalin anschlagen. Ihr siehst jetzt die Dinger da leuchten. Die werden Ausgangstore. Das sind Ausgangstore. Die musst du, da musst du hin und aufmachen. Um die gewisse Zeit. Genau, ja, kann ich eigentlich irgendwie als Überlebender sehen, wo noch Generatoren zu machen sind, oder muss ich die suchen? Du musst sie suchen. Okay. Also ihr seid aber fertig. Ihr seid fertig jetzt gerade. Ihr habt die Dinger auf Null. Unten steht links, findet den Ausgang. Da müsst ihr, das ist dann eure Aufgabe. Ihr müsst dran. Ja, genau. Es gibt. Es gibt immer einen Generator mehr zu machen als Überlebende in der Runde. Bei zwei Überlebenden müsst ihr drei Generatoren machen, bei drei Überlebenden müsst ihr vier, bei vier müsst ihr fünf machen. Quasi. Umso mehr Überlebende natürlich, umso schwieriger ist der Killer. Ich hab's jetzt leicht, ich hab euch beide. Ach so, wir hatten gar nicht so viele Generatoren jetzt, ja? Ihr hattet nur drei Stück. Aber das Nachteil ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen von euch schon murkse, der zweite kann mir nicht die Luke entkommen. Es gibt zwischendurch eine Bodenluke auf dem hier. Ich kann sie natürlich. Jetzt taucht hier oben so eine Leiste bei mir auf. Ja. Ist was ist das für eine Leiste? Die ist eigentlich quasi irrelevant. Also du kannst trotzdem entkommen. Also ich weiß nicht, das. Ich kann die Luke zumachen zum Beispiel jetzt. Ich habe jetzt eine gewisse Zeit, wo ich die Luke zumachen muss. Und wenn ich jetzt die Luke zumache, ich muss mal. Nee, bringt jetzt nichts, weil die ist nicht da. Die ist nicht offen. Dann dauert das diese Zeit, bis sie wieder offen ist. Okay. Also so lange kannst du halt nicht durch die Boden gekommen. Habt jetzt eigentlich momentan nur den Ausgang, beide? Rina, die Tür ist offen. Ja, ich stehe auch genau vor. Ja, alles gut. Ich hab auch einen Ausgang. Okay, also ihr könnt theoretisch gehen, alles gut. Nur in der zweiten Runde mache ich ernst. Ich bin entkommen, Juhu. Okay. Du hast die andere Tür aufgemacht, okay. Ja, sie hat halt Begleitung dabei gehabt, ne? Also alles gut. Nur in der zweiten, wie gesagt, zweite Runde spiele ich jetzt, mache ich ein bisschen ernst jetzt. Soweit Prinzip verstanden? Oder noch irgendwelche Fragen? Ja, ich werde sehen. Ich werde einfach mal losspielen. Learning by doing ist normalerweise das Wichtigste. Markus lernt es auch, wie gesagt, ich hat es wirklich gelernt durch die. Auch Yvonne, so gut wie in die Killer gespielt, danach hat es richtig gut gemacht. In der einen Runde so gut wie gar nicht uns gefunden und dann hat es uns beide geholt. Du wirst als Überlebender dann auch sehr unvorsichtig, wenn du dann halt wirklich einen Killer hast und denkst, oh, der holt dich sowieso nicht, dann bist du unvorsichtig. Das ist auch das Problem vieler Überlebender. Okay. Also ich spiele jetzt nochmal Michael, nur etwas anders. Achso, ich sollte hier auf Fortfahren klicken, dann wird es auch weiterlaufen, ne? Wenn's so geht. Genau. So, einmal bereit unten drücken, dann geht's auch schon los. Aber du kannst natürlich auch deine Perks und irgendwas ändern. Ja, ich muss auch selber erstmal so ein bisschen durchsteigen. Ja, immer, also hier ist es einfach wirklich ausprobieren. Auch was die Killer betrifft und so, natürlich dann irgendwann ausprobieren. Ich probiere ja auch aus. Michael kenne ich, den spiele ich halt öfters, aber ich habe auch mir solche Schweinchen ausprobiert. Also du kennst die Saw-Filme? Ja, nicht alle, ein paar kenne ich ja. Amanda? Die hasse ich als Killerin. Ich habe die ausprobiert einmal. Ich finde die ganz lustig. Die hat interessante Fähigkeiten. Mit der Bärenfalle und so. Okay. Gut, müssen jetzt losgehen. Jetzt habe ich Murkschen. Jetzt habe ich es ernst machen. Ich will mich auch dafür, dass danach auf jeden Fall Sabrina ein Killer spielt. Ihr wollt ja nur gewinnen, deswegen soll ich den Killer spielen, ist klar. Wir können auch Yvonne danach. Mir ist es halt nicht egal, wer den Killer spielt, letztendlich. Na, mal gucken können, weiß ja nicht, wie schnell du lernst als Killer. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin in solchen Spielen nicht ganz so gut. Ach, die Katzen von meiner Freundin sind wieder ein bisschen unterwegs.
Hütte ist klar. Ja, ich bin fast die gleiche Map wie eben. Wir können aber dann mal durchwechseln. So, jetzt probiere ich mal gucken, wie schnell ich euch finde. Wie gesagt, gleicher Perksatz, gleicher Killer, nur eine andere Spielweise. Wir dürfen eigentlich ganz so viel quatschen, ne? Habt ihr schon den ersten? Ja, ich hab gesehen. Es war ein bisschen früh. Ja, besser zu früh als zu spät, hab ich mal nur bemerkt bei dir. Na komm, krieg ich noch hin? Verdammt! Du bist ein bisschen aus der Sichtfeld geraten. Ich wollte dich gerade schön stalken. Ich dachte schon, ich hätte dich von hier weg abgehalten, aber ich war auf die Ecke. Es passiert zwar sehr schnell, dass ich verloren werde, aber. So. Jetzt habe ich dich schon auf zwei. Das ist das Wichtigste. Schon klar? Ich hab dich schon wieder gesehen. Hab ich auch gesehen, ob ich glaube oder nicht. Hab dich. Wie gesagt, ich will ohne Mori. Was war das jetzt nochmal? Dass ich dir direkt murksen könnte. Aber du musst sie jetzt quasi gleich vom Haken retten, ne? Mhm. Brauchst dich nicht zu wehren, ich hab eiserner Griff drin. Und nein, ich bin auch keiner, der einfach stehen bleibt. Das machen nämlich auch sehr viele Killer. Die bleiben dann einfach stehen. Klar, du kannst sie jetzt natürlich. Du kannst sie jetzt natürlich. Um dann zu warten, ne? Ja. Ja, aber ich bin nicht so einer. Manchmal stehen, dann werden die Leute auch direkt davor stehen. Das ist dann auch irgendwo scheiße. Aber so bin ich halt nicht. Ich hasse sowas allgemein. Nur wenn mir Leute irgendwann zierig auf den Piss gehen. Also deine Aufgabe müsste sie jetzt sein, sie eigentlich runterzuholen vom Haken. Ja, das macht ja, ich sag mal, das macht ja auch keinen. Da ist verbleibt ja der Spielspaß auch weg, ne? Vorsicht, Sabrina, komm. Keine Sorge, ich sehe dich. Ich hab dich auch. Ich bin. Gesehen. Alles gut, ich bin bewusst weitergegangen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich geh jetzt drauf. Ja, jetzt mal gemacht, ich bin sowieso. Das nö, ach, alles gut. Wie gesagt, ich will auch Spaß haben an dem Spiel. Alles gut. Ah, ich sehe dich schon. Da hält sich doch jemand. Da hält sich doch eine Feng Min. Und ja, es ist Zufall, dass du jetzt gerade hier wieder stehst. Scheiße. Hast du mal Glück gehabt. Ja, guter Haken. War nicht schlecht. Jetzt hab ich dich. Noch schön mit um die Ecke mitgenommen. Mein Spiel ist gerade abgestürzt. Dein Spiel ist gerade abgestürzt. Ja. Ja. Ich bin rausgeflogen. Ja, dann müssen wir gleich noch eine Runde machen. Ich bin rausgeflogen. Ja, scheiße. Dann lass ich sie hängen. Lass ich sie. Du kannst dich ja halten. Nee, dann lass ich sie runter. Du kannst dich hochheilen, ne? Oder warte, wehr dich bitte mal nicht. Bitte nicht wehren. Ich suche mit dir gemeinsam die Luke. Es ist asi, dich hier zu hängen. Ich starte gerade mal wieder neu. Ja, ja, alles gut. Wir machen gleich noch eine Runde. Ich spiele danach aber auch einen anderen Killer. Brauchst dich nicht wehren, wirklich nicht. Ich schmeiß dich in die Luke. Oh. Was machst du hier? Aber ist das jetzt dein Ernst? Ich kann Welt suchen. Nein, 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 nein. Ich will auch mal Spaß haben. Yeah, komm her jetzt. Wahrscheinlich müsst ihr jetzt die Runde wieder so erst zu Ende machen, ne? Ja, aber ich will sie halt in die Luke werfen. Ich suche mit dir jetzt quasi. Aber hörst du jetzt auf, sie zu wehren? Keine Sorge, ich bin der freundliche Micha. Da ist sie. Ich hab's jetzt einfach in die Luke geschmissen. Oh, man kann sogar liegend da reinspringen. Ja, kannst du.
Aber wie gesagt, wenn ich sowas sage, dann mache ich das auch. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, komm, ich muck dich dann, ich hätte dich jetzt locker. Ich wusste nicht, dass man liegend reinspringen kann, deswegen. Kein Problem. Dafür machen wir es. Gut, dann spiele ich jetzt noch eine Runde. Weil das war jetzt verdammt kurz. Weil wir sind jetzt gerade mal bei, keine Ahnung, Viertelstunde, glaube ich, oder so, mit den Runden. Ja. Und das wäre jetzt arg kurz mit zwei Killerrunden. Vor allem, weil sie jetzt rausgeflogen ist, das ist jetzt auch scheiße. Aber jetzt wechsle ich einen Killer. Jetzt nehme ich mir nämlich auch einen komplett neuen mal, den ich noch nie gespielt habe. So, kannst du mir nochmal eine Einladung schicken? Werde ich machen. Das werde ich. Das werde ich jetzt machen. Ist raus. So, was spielen wir denn schon jetzt mal? Was spielen wir denn mal? Soll ich irgendwas nehmen, was ich nicht gegen euch gespielt habe? Ich überlege gerade, sind nicht mehr so viele. Auch für mich ist jeder neu, ne? Ich spiele mal den hier. Ich muss nur meinen Killer jetzt aufbauen. So, ausstatten. Nee, ich glaube, du hast doch die Speicher. Also müsste alles gespeichert sein. Nee, nichts mehr da. Ja. So. Spiel ich die Variante jetzt mal? Nee, machen wir nicht, komm. Aber ich zeig euch mal den Ruin. Die Uni habe ich ja auch schon gespielt, wenn ich mich recht erinnere, ne? Müsstest du, ja. Ich glaube, in der ersten Runde, wo ich Markus voll gefittet habe. Der ist wirklich mies, ey. Das sag ich dir jetzt schon so, Bruno. Na, da kommt ja Freude auf. Oh komm, lass was raus. Ich spiele doch wieder meinen Standard-Pack. Ich kann mit dem ein bisschen spielen irgendwie. So, dann nehmen wir den mit rein. Und wo ist er denn? Das sind die immer woanders hier, die Dinger? Ah, hier ist er. Ah, komm, wir bleiben auf der Map. Sagt bei mir unglaublich. Okay. Also es liegt nicht an mir. Bei mir liegt es tatsächlich extrem flüssig, weil sonst würde es bei mir auch extrem laggen. Ich bin weder was am Hochladen noch sonst irgendwas. Ja, ich habe auch nichts nebenbei laufen. Also normalerweise sollte das kein Problem sein. Jetzt gerade. So, mal gucken, was da kommt. Wie gesagt, für mich ist es auch ein Neuland, der Killer. Obwohl, wenn ihr unten die Texte lest, müsst ihr eigentlich normalerweise öfters mal genug drauf kommen. Du bist also der Clown, gut zu wissen. Das ist scheiße. Das hätten sie rausnehmen müssen. Ja, ist es tatsächlich so, ja. Ja, unten steht manchmal gegen die Killer. Und unten steht da meistens, wenn du gegen, keine Ahnung, Michael oder so spielst, dann steht, ist der Killer. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du Michael als Gegner hast. Okay. Also manchmal ist es auch sehr wichtig, die Texte unten durchzulesen. Ich glaube, meine Freundin hasst mich gleich, wenn ich den Killer spiele. Die sieht, welchen Killer ich spiele. Die hasst nämlich Clowns. Kann ich verstehen. Hey, ist es extrem schlimm? Nein, ach, alles gut. Okay, weil sonst hätte ich einen Killer gewählt. Weil, wenn ich weiß, dass ein Gegner von mir Clownphobie hat, dann spiele ich garantiert nicht so ein. Nein, ich habe keine Phobie. Okay. Ich sie mag Clowns nicht, aber ich habe keine Phobie. Okay, weil sie mag sie mich nicht.
So, wie gesagt, für mich ist der Killer auch Neuland. Also, ich kenne Garantie, dass ich den gut kann. So, wo seid da denn meine Schäfchen? Gucken, wen ich als erstes treffe. Du willst uns doch nur mit Flaschen bewerfen. Keine Ahnung. Ich bin nicht gut in sowas. Glaub mal, ich bin nicht gut im Zielen. Vor allem nicht auf bewegte Ziele. Ja, das ist halt die Möglichkeit, ne, mit dem Clown. Dann seid ihr wahrscheinlich da hinten irgendwo. Weil hier bin ich alles abgegangen, dann seid ihr wahrscheinlich irgendwo da oben. Ja. Hast du Glück gehabt. Bist du denn da? Und vor allen Dingen du schon wieder. Hast du Glück. Schöner Move. Der war nicht schlecht. Der wäre nicht schlecht. Ich hab's gehört. Wenn ihr irgendwo drüber springt, macht keine Geräusche. Ich kriege das mit. Nein. Ich hätte aber doch einen anderen Perk mitnehmen sollen. Ich hätte eintauschen müssen. Ich hätte überladen mitnehmen müssen. Wie was? Überladen. Der verrät mir, wenn er beim ersten Mal direkt, wo ihr seid, an welchem Generator. Das war auch nur Zufall, dass ich gerade gesehen habe. Ach ja. Ich hab's nicht gesehen. Du hast keinen Herzschlag bekommen? Scheiße. Jetzt hab ich dich. Die Flasche habe ich daneben gezogen, aus Versehen. Aber warte mal. Vielleicht soll ich was von Flaschen nachfüllen, ne? Dann mach ich das doch mal. Ich komm nicht weg hier. Oh, mein Spiel, das hakt so dermaßen, ne? Okay. Kommst du mal her hier? So dermaßen? Ja, dann ist es scheiße. Das ist echt mies. Ah, so. Dann murkst du her, Erste. Du bist da hinten. Nein, ich hab dich wieder gefunden. Doch. Die Frage ist, ne, du bist nicht mehr verletzt. Schade. Ich hab dich gesehen. Du sitzt hinter dem Reifenstapel. Was hast du denn für eine Lache drauf, ey? Geil, ne? Hab ich dich da mitgenommen? Jawohl, ich hab's euch beide. Vor allem, weil ich jetzt die zweite habe von euch, war's das. Für mich. Ich bin wieder mit eiserner Griff, also. Dann kann ich ja auch den Flugversuch tragen, ne? Ja, ist vorbei, die Runde. Das ist halt der Nachteil mit zwei Leuten. Ja. Ja, jetzt ist es ja egal, jetzt kann ich halt stehen bleiben dabei. Ja, ich hab das nein, normalerweise bin ich keiner, der einfach mit dem. Seid ihr. Hat die drei Flaschen schon rausgeworfen. Du alter Flaschenwerfer. Und barmherziger Killer. Ja, wie gesagt, das ist halt das ist ein Nachteil. Wir sind, wenn man zu gegen zwei Leute spielt, dann, ne? Das geht schnell. Mit vier Leuten sieht das ein bisschen anders aus. Ja, klar. Ich hätte beide den Generator fertig gehabt.
Ja, aber ich hatte, wo du dich versteckt hast, hinter dem Reifenstapel. Ich habe dich gesehen kurz und rausgeguckt. Dann wusste ich, wo du stehst. Hab ich bemerkt, dass du nicht gesehen hast. Und sie saß eigentlich hinter dem Baum irgendwo. Das war auch nur Zufall. Ich bin immer rumgegangen. Weil ich bin ja, ich habe halt, hab halt immer geguckt, ob ich dich irgendwo sehe. Ich habe dich halt gehört, aber ich konnte dich nicht sehen. Ja. Nee, du hast normalerweise, ich habe drei Generatoren mit rumgehabt, die hatte ich erstes abgegangen. Wusste ich, aha, ihr seid nicht in der Nähe. Und dann konnte ich die anderen beiden abgehen und dann habe ich euch direkt gefunden. Das macht ein Killer als erstes, die ganzen Generatoren erstmal abgehen und dann nach und nach und dann, wenn du Glück hast, weil die überleben müssen ja Generatoren machen, um überhaupt weiterzukommen. Irgendwann, wenn du Glück hast, triffst du eh drauf. So, dann wechseln wir jetzt durch. Dann spielt jetzt einer von euch mal den Killer. Hohoho. Unten seht ihr die komische Kugel, da steht dann Überleben oder zum Killer wechseln. Wisst ihr gerade, wo wechselt man? Unten. Das vorletzte von unten. Da steht irgendwo erst im Zuschauer, ich weiß nicht, bei euch steht im Zuschauer und dann nochmal drauf. Ah, okay. Ja, mir ist egal. Wer will, wer hat... Okay. Ich teste das jetzt mal. Gut, aber nicht jetzt. Ja. In der nächsten Folge nämlich. Haha.